meine Lieben, ich wollte heute ein schönes Design probieren, habe diese Tipps hier schon vorgrundiert mit den Satinbeige 1028 von Aretini. Ist ein sehr, sehr schöner Ton und ich habe dann schon mal angefangen, den Nagel hier zu umranden mit Schwarz. Einen muss ich noch machen. Ich habe nur schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil sonst wird das Video ewig. Weil, wie ihr gemerkt habt, wenn ich 5 Tipps mache, dann dauert das ein bisschen. So, ich fange immer hier so an der Seite an. Müsst ihr halt schauen, dass das möglichst genauso dick ist vom Rand wie bei den anderen. Ich benutze wieder die M-Paste von e.me. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken in der Infobox. Dann mache ich hier weiter. Dazu benutzt man am besten einen Striper. Wenn, da geht es dann alles ein bisschen schneller. Jetzt machen wir noch die Spitze. Dann schaut ihr euch das alles nochmal an und zieht gegebenenfalls nochmal nach. Genau. So werde ich das jetzt lassen. Da ist noch eine kleine Ecke. So. Und dann kommt das Ganze in die Lampe und dann hole ich euch wieder zurück. Bis gleich. So, meine Lieben, der ist jetzt ausgehärtet. Jetzt nehme ich wieder meine e.me-Pasta. Und da habe ich so einen Braunton. Ihr könnt natürlich Farben nehmen, wie ihr wollt. Sollte halt ein bisschen harmonieren. Ne? So. Und dann male ich bei dem kleinen Finger genau in der Mitte einen Querstrich hin. Ich teile den praktisch sozusagen. So. Dann bei dem welchen nehmen wir denn da? Da nehmen wir diesen hier. Da werde ich von oben
eine Linie runterziehen. So. Und werde hier noch eine ziehen, dass die immer hier unten zusammenkommen. Mich vollgesabbert. Da müssen wir auch nochmal. Ist jetzt gar nicht im Bild, Entschuldigung. So. Und dann macht sie auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und macht das so lange, bis ihr keinen Platz mehr habt. So. Und dann malt ihr so ein Dreiviertelnagel. Unten die Spitze sollte noch frei bleiben. Aus- und Querstrichen. So. Und da macht sie das Gleiche, nur umgekehrt. Dass oben wenig ist und unten mehr. Dass mir das nicht alles verwischt. Den Kunden habe ich jetzt natürlich ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den drehen soll. So, und das kommt jetzt in die Lampe. Und wenn das ausgehärtet ist, hole ich euch zurück. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich wollte jetzt bei dem Daumen sozusagen und bei dem Ringfinger einen Stempel machen. Und dann nehme ich von Moira die Stempelplatte Femme Fatale, das ist die 28.
Und da habe ich mir dieses Motiv hier ausgesucht. Wo seid ihr da? Dieses. Und das möchte ich jetzt dort oben hinstempeln. Und hoffe, ihr wisst ja, wie das immer so ist, dass es gleich beim ersten Mal klappt. So, ich habe hier von Juliflin ein Stamping Brown, Dark Brown heißt es. Es hat auch so einen Schimmer wie das bräunliche dort. Und ich hoffe, dass ich das da gut drauf kriege, weil der Stempel ja ziemlich groß ist und die Zwischen, wie sagt man dazu, so drauf ist er. So, ist ganz gut hingegangen, Gott sei Dank. Und jetzt machen wir das Gleiche auf dem anderen. So. Schnell abrollen, sauber machen den Stempel. So. Das auch wieder drauf und das platzieren wir jetzt dort unten hin. Wo seid ihr da? Zack. Da ist ein bisschen verschoben, aber das macht nichts. Das ist nicht so wild. So, Platte mache ich später sauber. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen sauber machen. Dann nehme ich wieder so einen Korrekturstift und da wird alles das, was nicht dazu gehört, weggemacht. So. Und genauso auch hier. So. Und dann wollte ich... War das diese Platte? Ganz durcheinander. Ah ja, genau. Hier ist noch auf dieser Stempelplatte so ein Fächer und den wollte ich hier hin platzieren. Man kann ihn aber auch oben hin machen, aber ich mache den jetzt dahin. Den finde ich nämlich auch ganz witzig. So. Sauber machen. Drauf ist er und den platzieren wir jetzt genau hier. So, so schaut das jetzt aus. So, jetzt versiegeln wir das alles. Und dann kommen noch Perlchen drauf. Ich hole euch gleich zurück, ich muss die schnell holen. Bis gleich. So, mir ist jetzt gerade eingefallen, ich habe ja noch den kleinen Finger vergessen. Also noch kurz hier, wo ich den Stempel mit dem Fächer gemacht habe, habe ich noch kleine Pünktchen hingesetzt mit dem gleichen Gel, wo ich hier diese Linien gezeichnet habe. Und hier hätte ich beinahe vergessen, seht's. Habe ich hier das Foliengel von Moira in klar.
und werde mir einen etwas dickeren Pinsel nehmen, so einen, ups, so, und werde da ein bisschen wahllos einfach so ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Nur so ein paar. Sieht man das? Nö. Aber wenn ich dann die Folie nehme, dann sieht man das. Das muss jetzt kurz in die Lampe. Den hätte ich euch beinahe unterschlagen. So, dann habe ich hier eine goldene Folie, die ist auch von Moira, eine goldene. So, ich hoffe, das reicht. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das jetzt einfach mal. So, und ich mache das einfach jetzt da drauf. Und zieh das ab. Genau. Passt. Genau so sollte es sein. Ist alles drauf. So. Jetzt hole ich schnell meine Perlen. Und ein paar Steinchen und ich werde das alles ins Versiegelungsgel reinmachen so. Und zwar nehme ich da ein Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Hoppala, jetzt sind meine Steinchen alle rausgefallen. Und werde jetzt versiegeln. Zu viel gewesen. So. Also ich nehme jetzt eine Unschwitzschicht, dann ist das nämlich alles gleich schon glatt und glänzt und man braucht es nicht nochmal abzucleansern. So. Jetzt mache ich hier ein paar Perlchen hin. Die wollen unbedingt zusammenbleiben.
Die mögen mich nicht heute. So. Dann setzen wir dort einen Stein rein. Vielleicht lasse ich das auch mit den Perlen. So. Da mache ich keine hin. Und setze mir hier unten noch ein Steinchen hin. Und natürlich hier auch ein Steinchen. Und dort unten auch ein Steinchen. So finde ich das ganz schön. Ich werde das jetzt aushärten. An sich wollte ich ja hier. Nein, das mache ich dann zum Schluss. Also ich werde das jetzt aushärten und dann hole ich euch gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, dass es nicht ganz so nackig ausschaut, habe ich mir gedacht, werde ich jetzt noch ein paar Pünktchen setzen, und zwar hier oben hin. Ich drehe euch mal. So, dass das einigermaßen gleich ausschaut. Das mit den Perlen war nichts, das hat mir da nicht so gut gefallen. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Und dann mache ich hier am Daumen. Auch ein paar hin. So, und jetzt hier wollte ich auch welche machen, aber das mache ich wahrscheinlich lieber mit einem Doppeltunnel. Da werden die ein bisschen größer. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Da seid ihr im Bild. Nach unten hin dann immer kleiner werden. Und immer nach oben ziehen, weil sonst habt ihr da ein Gebarze. So.
Und so werde ich das jetzt aushärten und dann hole ich euch gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, der ist jetzt ausgehärtet und ich finde den richtig schick, das Design. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Wie gesagt, ihr könnt ja auch andere Farben nehmen oder auch Stempel, aber sie sollten halt miteinander harmonieren. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Und bis dann. Ciao, eure Marion.